Jetzt haben wir die Übung von gerade eben ein bisschen aufgebohrt. Hier liegen jetzt 2, 4, 6, 8, 9 Objekte. Zunächst mal 9 unterschiedliche Objekte. Aber wenn ich nachher sage, ich interessiere mich nicht für die Formen, sondern vielleicht nur für die Farben, dann habe ich 4 Objekte von einer Sorte, 3 Objekte von einer anderen Sorte und 2 Objekte von der dritten Sorte. Und das heißt, wenn ich die jetzt mal anfange hinzulegen, jetzt wähle ich irgendeins aus, vielleicht starte ich mit diesem hier, lege die der Reihe nach hin, dann nehme ich das hier, dann nehme ich das hier, vielleicht das, dieses, jenes, na, es wird ein bisschen eng, aber ich kriege sie vielleicht gerade so unter hier. Also jetzt habe ich die in eine Reihe hingelegt hier nebeneinander, meine 9 Objekte. Wie gesagt, solange ich die alle unterscheiden kann, bin ich in der Situation von der letzten Übung, dann habe ich 9 Fakultätmöglichkeiten, wie ich das hier hinlegen kann. Wenn ich sage, das, was ich hier hingelegt habe und das, wo ich die beiden hier ausgetauscht habe oder wo ich die beiden hier ausgetauscht habe, das betrachte ich als das gleiche Ergebnis, nämlich als die Sequenz gelb, rot, lila, rot, gelb, 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 rot, lila, egal, ob ich hier nochmal umtausche oder nicht, dann sind es insgesamt weniger Möglichkeiten, die hier rauskommen. Und zwar wie viele weniger? Ja, ich muss jetzt bei den 9 Fakultät alle Möglichkeiten rausdividieren, wie ich noch die gleichfarbigen austauschen kann. Also zum Beispiel für jede Sequenz, die ich hier hingelegt habe, kann ich die lilanen einmal austauschen. Also jede Farbsequenz kriege ich doppelt hingelegt in den 9 Fakultät. Deswegen teile ich durch 2. Wenn ich die roten alle durchtausche, habe ich 3 Fakultätmöglichkeiten, wie ich diese 3 roten Dinger hinlegen kann. Das heißt, jede Sequenz, die ich hier einmal mit den ganzen Teilen hinlege, ist als Farbsequenz dreimal drin, deswegen 3 Fakultät mal drin. Deswegen teile ich durch 3 Fakultät und für die gelben hier teile ich durch 4 Fakultät. Das heißt also, ich kriege hier in diesem Fall 9 Fakultät durch 4 Fakultät durch 3 Fakultät, 2 Fakultät Möglichkeiten an Farbsequenzen, die ich hier hinlegen kann. Und im Allgemeinen, so stand diese Formel in der Anleitung, habe ich jetzt N-Fakultät durch K1-Fakultät und so weiter bis KJ-Fakultätmöglichkeiten. Also mein Beispiel hier N gleich 9 und dann hatte ich J gleich 3, 3 verschiedene Typen und die Anzahl der Elemente beim jeweiligen Typ waren hier in meinem Beispiel jetzt 4, 3 und 2.